Hallo allerseits. Auch diese Woche wird es kein Live-YouTube-Taroskop geben, denn ich bin unterwegs. Ich nutze das wunderschöne Wetter und schaue mir Hamburg an. Aber ich habe es wieder vorbereitet für euch die kommende Woche in Tarotkarten. Die kommende Woche beginnt morgen am Montag, dem 10. August und geht bis zum 17. August. Es ist eine Woche zwischen den Mondphasen, also wir haben in dieser Woche weder Neumond noch Vollmond. Letzte Woche hatten wir ja Vollmond und wir sind jetzt gerade sozusagen in einer Abbauphase auf den nächsten Neumond hin. Dinge, die wir loslassen wollen, können wir jetzt idealerweise loslassen. Wir können darauf hinarbeiten, demnächst dann eine Neumondphase wieder zu nutzen, um etwas Neues ins Leben zu rufen. Ja, das sind so die Gesetze, die man gerne beim magischen Denken anwendet, wenn ihr Lust darauf habt. Anstatt jetzt über das magische Denken nachzudenken, gehe ich jetzt gleich mal in Medias Res. Es ist furchtbar heiß hier in Hamburg, deswegen weiß ich gar nicht, wie lange ich das hier vor der Kamera aushalten werde. Aber für euch tue ich einfach alles und habe bereits schon, wie ich das immer tue, für die Wochensession eine Spirit Guide Karte von Carrie Paris gezogen, die für die kommende Woche gilt. Harvest, Ernte. Letzte Woche hatte ich ja die Nonkonformistin gezogen und als ich das gezogen hatte, muss ich gestehen, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass da irgendwie Demos irgendwo stattfinden. Ich fand das sehr interessant, weil diese Nonkonformistenkarte, die Woche davor hatte ich Dictatorship, entspricht natürlich genau dem, was wir jetzt in dieser Woche besonders viel erlebt haben. Ich habe das kaum ausgehalten, auf Facebook zu gehen und dort die diversen Meinungen mir durchzulesen. Diese Polarisierung, die immer stärker wird zwischen denkenden Gruppen. Und in dem Zusammenhang finde ich die Karte Ernte recht spannend, denn Ernte ist ja eigentlich eine Karte, die eher so zum Ende des Augustes, Anfang des Septembers aktiv wird, aber im Zusammenhang mit dem, was da draußen los ist in der Welt und mit der Furcht, dass auch Corona wiederkommt oder schon da ist oder halt gar nicht existiert oder was Gott auch immer, finde ich Harvest halt als Karte sehr interessant. Ich würde sie deuten wie die Gerechtigkeit, wir ernten das, was wir säen, was wir ausgesät haben in den letzten Wochen und Monaten und bekommen halt eine Quittung. Das muss jetzt nicht so eine globale Quittung sein, wie ich das gerade in dem Beispiel eben genannt habe. Es kann einfach auch bedeuten, dass wir selbst auf etwas hingewiesen werden, wo wir etwas Positives, aber auch etwas Negatives ernten, aus etwas heraus, was wir angestoßen haben in Zeiten zuvor. Und meiner Erfahrung nach ist das dann immer gut, das auch zu ernten, nicht lange andere Menschen zu suchen, die dafür zuständig sind und zu sagen, okay, ich akzeptiere das, beziehungsweise juhu, ich freue mich, denn ich habe hier was super Tolles geerntet, kann den Lohn für meine Mühen kassieren und dann ist es auch gut. Ja, so viel eingangs zur Wochenkarte. Ich bin mir sicher, ihr da draußen habt auch noch andere Ideen, was diese Karte für euch bedeuten kann. Und jetzt gehe ich wieder, wie üblich, durch den Tierkreis. Und zwar habe ich hier wieder die Karten von Carrie Paris, das Relative Tarot. Ihr wisst, ich verlinke das alles immer in den Shownotes. Ich habe jetzt auch angefangen, in den Shownotes zu verlinken, zu wie viel Minuten welches Tierkreiszeichen besprochen wird, damit ihr das nicht immer das komplette Video anhören müsst. Wenn ihr keine Lust darauf habt, könnt ihr von Tierkreiszeichen zu Tierkreiszeichen springen. Und ich verbessere mich immer mehr. Es gab auch schon Anfragen, ob ich das hier mal auf Englisch mache. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Im Augenblick habe ich ein bisschen wenig Zeit, aber zum Herbst hin ist das durchaus eine Option. Mal sehen, wie das denn ankommt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Woche
August 10 bis 16. Und wir beginnen natürlich wieder mit dem Widder. Und für den Widder habe ich die Karte. Ich muss sie ein bisschen anders legen hier, damit es auch gewertschätzt werden kann. Die Liebenden gezogen. Ich glaube, ich hatte schon ein paar Mal die Liebenden. Und diese Karte spricht dafür, dass du, lieber Widder, in dieser Woche ein bisschen auf Kompromissbereitschaft setzen solltest. Du erinnerst dich, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, Mars ist in deinem Zeichen und bleibt da auch bis Januar 2021. Im Augenblick ist er da auch sehr aktiv und aufrührerisch zusammen mit dem astrologischen Punkt Lilith. Und da kommen Männerthemen nach oben, Frauenthemen nach oben. Das sieht man hier ganz schön auf der Karte. Ich habe lustigerweise die lesbische Lover-Karte gezogen. Also die Betonung liegt auf den Frauenthemen hier. In diesem Deck gibt es mehrere liebende Karten. Und ich gehe mal davon aus, dass du dazu aufgefordert bist, A, wie gesagt, kompromissbereit zu sein, nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Aber zweite wichtige Bedeutung der Liebenden ist es, auf das Herz zu hören und dem zu folgen. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann nutze natürlich immer deinen Verstand, aber geh den Weg, der dir am meisten entspricht, von dem du meinst, dass er dich glücklich macht, und gehe den dann auch wirklich los und sitze es nicht länger aus. Das ist die Nachricht der Liebenden. Als nächste Karte, als nächstes Tierkreiszeichen kommt, wie immer, der liebe Stier dran. Hier stehen nochmal die Karten, weil das hat eben nicht so gut geklappt. Und nun geht es auf zum Stier. Ja, schon wieder ein großes Arkanum. Eben hatten wir das schon beim Widder. Für den Stier habe ich den Eremiten gezogen. Finde ich auch sehr schön dargestellt hier in dieser meditativen Haltung. Der Eremit sagt, bleib zu Hause, nutze die Hitze und leg dich in ein kaltes Bad und ja, bleib einfach bei dir, entspanne dich, komm zu dir. Es ist eine gute Woche, um sich viel mit dir selbst auseinanderzusetzen, dir zu überlegen, was hast du jetzt eigentlich in diesem Jahr alles so anstoßen können, welche Ziele konntest du verwirklichen und welches sind die Dinge, die du jetzt eigentlich gerne umsetzen möchtest in den kommenden Monaten. Wenn du dich der Sinnfrage hingibst, was gut sein kann, denn auch das habe ich schon mehrfach gesagt, die Stiere sind einfach starken Umbrüchen unterworfen, seit 2, 3 Jahren, und das wird auch noch eine Weile so sein. Wenn du merkst, du hast jetzt eigentlich Ideen, wie es weitergehen soll für dich, dann hab den Mut, mit alten Themen abzuschließen und die Erfahrungen, die du daraus mitnimmst, aus diesen alten Themen, die solltest du einsetzen für neue Projekte. Und dann machst du genau das Richtige beim Eremiten. Die nächste Karte, beziehungsweise das nächste Tierkreiszeichen, ist der Zwilling, beziehungsweise die Zwillinge. Und ich habe schon wieder ein großes Arkanum gezogen. Also diese Woche ist schon sehr intensiv. Das ist ja auch zu merken, allein was jetzt gerade so los ist da draußen in der Welt. Das Gericht. Das Gericht, liebe Zwillinge, sagt euch, dass ihr in der nächsten Woche klar auf die Zeichen von außen lauschen sollt. Meistens ist es so beim Gericht, dass ich von außen sehr deutlich Antworten auf Fragen bekomme, die ich vielleicht gar nicht tatsächlich gestellt habe, sondern die ich habe in mir arbeiten lassen. Und es ist dann sehr gut, diese Zeichen wahrzunehmen und auch umzusetzen. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jemanden hast, mit dem du gerne zusammen sein möchtest und der meldet sich einfach nicht, obwohl ihr was verabredet habt, ja, dann ist das Gericht ein ganz klares Zeichen. Es ist gut,
jetzt mal was anderes zu machen, als auf diesen Anruf zu warten. Ne? Außerdem auch hier, das wieder etwas, was ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, die Zwillinge erleben gerade den Durchgang des aufsteigenden Mondknotens durch ihr Zeichen. Das machen sie seit Mai und das ist auch immer so eine Gerichtssituation. Also wir fragen uns dann, wo will ich eigentlich hin im Leben? Habe ich mein Ziel verloren in den letzten Jahren? Und wenn ja, was kann ich tun, damit ich da wieder hinkomme? Dafür habt ihr alle noch bis Ende 2021 Zeit, das umzusetzen. Aber auch hier hört auf Zeichen, die euch gesetzt werden, Umschulungen, Jobangebote, Erkenntnisse über den Job, den ihr jetzt gerade ausübt. Und ja, überlegt euch, ob ihr da weitergehen möchtet oder nicht. Das ist die Nachricht für die Zwillinge. Und jetzt sind wir auch schon beim Krebs angelangt. Der Krebs hat als erster hier im Bunde kein großes Arkanum, sondern die 10 der Stäbe habe ich hier bekommen. Und da seht ihr tatsächlich, dass es nicht die 10 der Stäbe sind. Das ist nämlich die Karte, von der Carrie Paris gesagt hat, dass es ein Fehldruck ist. Wir sehen hier sehr deutlich, dass es die 10 der Münzen ist. Und ich glaube, über die 10 der Münzen freust du dich etwas mehr, lieber Krebs, als über die 10 der Stäbe. Denn die 10 der Münzen spricht davon, dass Familie gerade ganz groß geschrieben wird diese Woche für dich. Das ist für Krebs ja eigentlich immer eine gute Nachricht. Der Krebs ist ein Familientier. Und da kann es dann sein, dass Feste anstehen, dass es zu Veränderungen im Familiengefüge kommt durch Umzüge oder durch Familienplanung in irgendeiner Form. Und das solltest du bitte feiern und genießen. Wenn es keine schönen Veränderungen sind, was durchaus auch der Fall sein kann, dann solltest du akzeptieren, dass es einfach an der Zeit ist für eine solche Veränderung und dass man das nicht weiter hinauszögern oder aussitzen sollte. Je mehr du jetzt mitarbeitest, um Veränderungen konstruktiv zu gestalten, auf der materiellen Ebene, also nicht nur im Familienbereich, sondern auch im Beruf, was den Körper betrifft und so weiter, umso besser wirst du da durchgehen und am Ende als Sieger oder Siegerin hervorgehen aus dem Ganzen. Als nächstes kommt eine Karte für den Löwen. Ja, Löwen haben immer noch ihre Geburtstagszeit und da erwarte ich natürlich was ganz Tolles für die Löwen. Und ja, das ist jetzt deine Entscheidung, ob du das ganz toll findest oder nicht. Ich habe den König der Schwerter für dich gezogen. Ein König, das ist für den Löwen immer gut, denn der König ist nun mal sehr gut vereinbar mit dem Tier, dem König der Tiere, dem Löwen. Und die Karte fordert dich aber dazu auf, vor allem mit deinem Verstand in der kommenden Woche zu punkten. Du kannst viel erreichen diese Woche. Du kannst strategisch besonders gut vorankommen, neue Pläne umsetzen oder alte wieder aus der Schublade holen und die umsetzen. Und das empfehle ich dir auch. Wenn du das Gefühl hast, du kommst gar nicht weiter, du steckst in einer Schlaufe fest, dann ist es vielleicht auch gut, jemanden ins Boot zu holen, der dich coachen kann, einen Berater, einen weisen Ratgeber, der dich in irgendeiner Weise führt. Aber wichtig ist es auch, diese Woche Entscheidungen zu treffen, die du vor dir hergeschoben hast und die, anders als beim Widder, nicht aus dem Herzen heraus, sondern aus dem Verstand. Als nächstes ziehe ich eine Karte für die Jungfrauen unter euch. Und habe wieder eine sehr schöne Karte gezogen, nämlich den Hohepriester. Ich versuche das hier alles immer noch so ein bisschen hinzubiegen. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt habe ich es. Ja, der Hohepriester
Es ist eine wunderschöne Karte, die gut zur Jungfrau passt. Wir könnten auch sagen, es ist das Pendant zur Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin würde ich sehr stark mit der jungfräulichen Energie verbinden. Ihr Jungfrauen da draußen, ihr lauft ja auch langsam auf eure Geburtstage hin. Und für euch ist es an der Zeit, ebenso wie für die Stiere, sich ein bisschen zurückzuziehen und darüber nachzudenken, wo ihr seelisch hinwollt in den kommenden Wochen. Damit meine ich, in welcher Form möchtet ihr etwas erleben, was nicht nur mit der Materie zu tun hat, was euch in andere Sphären bringt, was euch Wissen vermittelt. Vielleicht möchtet ihr etwas lernen, vielleicht möchtet ihr anfangen, Karten zu legen oder sonst etwas. Der Hohepriester ist immer ein Hinweis darauf, dass ich jetzt die Chance habe, wenn ich an die Tür klopfe, tiefere Geheimnisse zu erfahren, die uns aus dem Alltag herausheben und in eine neue Sphäre bringen. Ja, und dazu bist du aufgefordert. Du kannst natürlich auch ganz einfach selbst dein eigener Hohepriester sein und anderen Wissen vermitteln. Dann fang jetzt bald damit an, denn der Hohepriester ist eine ideale Karte dafür, die einfach sagt, go! Als nächstes ist die Waage dran. Und für die Waage habe ich die 3 der Kelche gezogen. Ja, die 3 der Kelche, wunderschöne Karte, eine Feierkarte sozusagen, in der es darum geht, mit anderen Menschen etwas Schönes zu feiern. Also nutzt du die heißen Tage nicht alleine, wie das ein paar andere Tierkreiszeichen vor dir tun sollten, sondern geh nach draußen, triff Menschen, die du gerne hast, bleib in deinen kleinen Dreiergruppen, ne? Immer schön an den Abstand denken. Und wenn das für dich nicht geht, wenn du lieber zu Hause sein möchtest, dann kannst du das aber auch über andere Wege machen. Auf jeden Fall geht es darum, jetzt Menschen zu finden, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, mit denen du schöne Dinge genießen kannst, Gefühle genießen kannst und vielleicht auch gemeinsam ein Herzensprojekt lostreten kannst. Das wäre etwas, was ich dir empfehlen würde. Aber wenn dir nicht nach Arbeit zumute ist, sondern einfach nur nach Feiern und Geselligkeit, dann hast du für die kommende Woche eine ideale Karte von mir bekommen. Mal sehen, wie das mit dem Skorpion aussieht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die 4 der Stäbe habe ich für den Skorpion gezogen. Der Skorpion hat dieses Jahr, oder du lieber Skorpion, hast diese Woche die Aufgabe, auch nochmal innezuhalten, dir zu überlegen, wofür hast du in den letzten Wochen deine Energie eingesetzt? Wo hat dich das hingebracht? Es könnte sein, dass du gerade so eine Art Plateau erreicht hast damit und jetzt gerade nicht weiterkommst. Und als nächstes ist es an der Zeit, das siehst du sehr schön auf dieser Karte hier, vielleicht ein paar andere Leute mit ins Boot zu nehmen, um deine Pläne weiter nach vorne zu bringen. Stäbe haben immer was mit unserem Energiehaushalt zu tun. Vielleicht geht es hier um sportliche Aktivitäten. Ja? Vielleicht hast du jetzt ganz lange alleine für den Marathon geübt, der dann doch nicht stattfinden darf. Und jetzt stellst du aber fest, ich komme einfach nicht mehr weiter und ich hole mir jemand anderen ins Boot, mit dem ich zusammenlaufe. Und dann geht alles viel schneller. Es kann sich natürlich auch um ein ganz anderes Thema handeln. Auf jeden Fall jetzt kurz ausruhen, innehalten, Rückschau halten, überlegen, lohnt sich das, was ich in der letzten Zeit getan habe, um weiterzumachen? Soll ich es lieber aufhören? Und wenn ich weitermache, dann hole ich mir doch wirklich am besten ein paar Leute ins Boot. Ja, das ist die Nachricht der 4 der Stäbe für dich. Als nächstes ziehe ich eine Karte für die Schützen unter euch. Die wollen mal wieder nicht, die Schützen. Ah, die 2 der Münzen. Ich bin mir sicher, dass ich die letzte Woche auch schon mal für ein Zeichen gezogen habe. Die 2 der Münzen sagt, go with the flow, vor allem auf der materiellen Ebene. Es kann sein, dass du vielleicht diese Woche mit verschiedenen Jobs jonglieren musst
oder dass du, ja, dass du vielleicht gerade nicht so viel Geld hast und damit jonglieren musst. Vielleicht geht es aber auch darum, dass du dich körperlich nicht so fit fühlst und dann sollst du dich in körperlicher Balance üben. Das heißt, sanfte Sporteinheiten zum Beispiel wären gut für dich, so wie die Dame das hier auf der Karte macht. Oder aber es kann darum gehen, dass du zwischen zwei Menschen stehst, dich nicht entscheiden kannst. Dann sagt diese Karte, experimentiere mal ruhig ein bisschen. Du musst dich jetzt gerade noch nicht festlegen. Und genieße, was dabei herauskommt, wenn du dich nicht festlegst. Also das sind so die Themen, die gerade wichtig für dich sind. Locker lassen, sich nicht so verbissen an Altes klammern. Auch bei dir ist ja gerade der Mondknoten aktiv und holt alten Kram nach oben. Lass dich nicht auch von alten Dingen ins Bockshorn jagen, sondern schaue, was passt jetzt in mein Leben, probier es aus, wer passt jetzt in mein Leben und dann machst du wirklich was Schönes für dich. Und schon sind wir bei den Steinböcken angelangt unter euch. Und mal sehen, was ich da gezogen habe. Ja, sehr schön. Für die Steinböcke habe ich die vier der Münzen gezogen. Alles, was ich über die vier der Stäbe beim Skorpion gesagt habe, gilt auch ein bisschen für dich, lieber Steinbock. Du bist auf einem Plateau angekommen. Diesmal nicht auf der energetischen, sondern auf der körperlichen, materiellen, finanziellen Ebene. Und es gilt, dir zu überlegen, inwieweit du die Arbeit, die du jetzt schon in deine Projekte investiert hast, weiterführen möchtest, inwieweit sich das lohnt für dich, das weiterzuführen. Und es gilt auch zu überlegen, ob der Sparkurs, den du gerade fährst, man sieht das hier ganz gut auf der Karte, er hält so die Münzen fest, ob das das Richtige gerade ist. Es kann sein, dass das gerade das Richtige ist, auf Nummer sicher zu gehen. Das weißt du als Steinbock sicher besser als ich. Oder aber, ob es darum geht, ein bisschen mehr sich von dem materiellen Denken zu lösen, das dich gerade sehr beschäftigt und in dem du verfangen bist, und dich mehr so in das Thema, was macht mir eigentlich Freude, wo will ich hin, auf der seelischen Ebene, dich dahin mehr zu bewegen. Den Skorpionen und den Steinböcken tut es diese Woche, glaube ich, ganz gut, mal mit einer Jungfrau zu reden. Die hat nämlich die 5, den Hierophanten, und kann euch vielleicht wertvolle Tipps geben, wie ihr aus eurem Plateau, aus eurer Materie- oder Energiestauschleife herauskommt. Das nur als kleiner Hinweis. Vielleicht kennt ihr ja eine Jungfrau oder einen Jungfraumann, der oder die euch einen klugen Rat geben kann. Ja, damit bin ich dann auch schon beim Wassermann gelandet. Und für den Wassermann habe ich auch wieder eine schöne Karte gezogen, nämlich den Ritter der Schwerter. Wassermann steht dem Löwen gegenüber und für den Löwen habe ich ja den König der Schwerter gezogen. Jetzt sehe ich hier, dass sich die beiden Zeichen wieder gut ergänzen. Der Wassermann bringt neue Ideen ins Spiel, über die noch nicht nachgedacht wurde und macht dem König der Schwerter ein bisschen Feuer unterm Popo, was der Wassermann ja dem Löwen sowieso immer macht. Und der Löwe, der hat vielleicht einige Erfahrungswerte, von denen der Wassermann profitieren könnte und die er auch nutzen sollte. Auf jeden Fall scheinst du gerade unterwegs zu sein mit einer Mission. Das ist nichts Neues für dich als Wassermann. Es geht um den Verstand, um das Denken, um eine Idee, die du ausdrücken möchtest. Achte ein bisschen darauf, dass das nicht zu vehement vonstatten geht. Wenn du gerade dich auf eine Prüfung vorbereitest, ist das eine ideale Karte oder dich bewirbst oder sonst etwas. Wenn du aber in Liebesdingen unterwegs bist, dann geh mal ein bisschen runter vom Gas, ja. Und auch bei anderen Themen kann es sein, dass du dich zu sehr auf eine Sache fixierst und in etwas verrennst. Also beobachte gut, ob du tatsächlich mit diesem Tempo weitermachen musst. Wie gesagt, wenn es um eine Prüfungssituation geht, auf jeden Fall. Aber sonst könnte es sein, dass du gut daran tust, ein bisschen entspannter die Sache anzugehen.
Und ansonsten genieße die vielen, vielen, vielen Ideen, die du hast, wie immer. Aber bring sie auch mal auf den Boden der Tatsachen. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Wassermann. Ja, zu guter Letzt sind wie jedes Mal die Fische dran. Und für die Fische ziehe ich meine absolute Lieblingskarte, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe verspricht dir, lieber Fisch, liebe Fischin, dass das heiße Wetter, das gerade unterwegs ist, auch in dir brennt und lodert. Es ist eine Karte, die dir verspricht, wenn du das möchtest, eine sehr flirtige und leidenschaftliche Woche haben zu können, in der du amazonenhaft eroberst, wen du erobern möchtest. Die Karte kann auch dafür stehen, dass du etwas durchsetzen möchtest in deinem Leben und dann empfiehlt dir die Königin der Stäbe, dies nicht direkt zu tun, sondern eher subtil und unterschwellig dein Thema zu erreichen. Bösartige Menschen würden behaupten, dass es da um Manipulation geht, aber das machst du natürlich nicht als kleiner Fisch. Wir Fische, wir wissen ja gar nicht, was das ist. Ja, also genieße du auch den heißen, brennenden August. Es scheint für dich nach Spaß und Freude auszusehen. Und ich finde, alle Karten, die ich gezogen habe, da kann sich eigentlich keines der Tierkreiszeichen beklagen. Gerade die ersten 6 Zeichen sind sehr stark angetriggert diese Woche. Da habe ich die großen Arkane gezogen, auch ein ziemlich hoher Schnitt an großen Arkane. Die anderen haben eher so kleinere Themen. Ja, wie immer, wenn du Fragen hast, Kommentare, schreib sie doch einfach hierher. Ich beantworte sie auch gerne. Du kannst natürlich auch jederzeit mich oder meinen Mann Rue kontaktieren und wir können dir eine Beratung geben. Das ist gar kein Problem, wenn du mehr wissen willst über deine Karten oder ein individuelleres Taroskop oder Horoskop haben möchtest. Alles, was du dafür brauchst, findest du in den Shownotes. Und mir bleibt nur noch, dir einen wundervollen Sonntag zu wünschen und eine ganz tolle kommende Woche. Hab eine super gute Zeit und einfach viel Spaß. Bis dann.